Welcome back to another German Food Review, and it's Ditch time. Ditch, a pizza from Ditch, but Ditch is actually a pretzel bakery since 1919. Yeah, but that's a pizza, right? So let's take a look. Heat it up in a microwave. You should eat that stuff warm every time. Yeah. Look at this, yeah, because of the grease, right? You don't want this cold. Okay, yeah. What is that? That's a pizza, pepper and mozzarella cheese. Price, as always, €2.50. Nearly every pizza is €2.50. Yeah. Not expensive. It's okay for that size. And here's the location, subway station, Tempelhof. Okay, €2.50. Yep. Yeah. And here a few napkins. Yep. Yeah. Let's do a thumbnail. Well, let's do it like that, yeah, right? So, that will be the thumbnail. Yeah, and you get this nice cardboard. That's very handy, as you can see here. Yum, 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 yum. Okay, but we want to take a look at the pizza. And, yeah, I think I can flip this one, right? Here's the crust with a lot of holes. And it's a soft crust, right? It's not crunchy or crispy or something like that. No, it's soft. And here's mozzarella cheese, burnt. And different colors of pepper. Green, red, yellow. That's it, I think. And that here, that is onion, right? That looks like onion, a piece of onion. And I'm super hungry. Right here. Mmm. Yeah, Ditch has its own taste or flavor. And I just like it. Every product is great. If properly made, right? This here tastes like actually like pepper and this, yeah, Ditch flavor. Not sure what it is. I guess it's the grease. Here we go. Mmm. Yeah, that's a nice snack. Calories, I think 450, something like that. The classic margarita has like 400. Okay, maybe less, maybe also 400. I mean, pepper isn't that high, right? Okay, but maybe there's more cheese on it. Here we go. Mmm. Sniff it. Oh, smells like Ditch. That's the unique Ditch smell. Mmm, soft crust is nice, but also not fluffy, it's just soft and not foamy. Mm. Here we go. Yeah, it's a vegetarian pizza actually, and tastes quite nice, like pepper, crust, Ditch. Okay, the cheese not so much. Here's the cheese, mozzarella ball or something like that. Here we go. Yeah, now it tastes a little like cheese. And I guess there's tomato sauce on it. Mm, and I took a few pictures. Look at this thing here. That's a pretzel dog. I already reviewed the pretzel dog, but this one here looks different, bigger, you know, and better somehow. Do you want to see that thing here? Quite nice, I think. Yeah, everything from Ditch is nice. And here are the pizzas. That's a spinach pizza with mushrooms, I think. That sounds weird. What do you think about that? Yeah, salami, diavolo, and so on. Everything on the same crust, just a different topping. All the same price, €2.50. Here we go. Mm-hmm. That's a nice snack. Yeah. Warm, not cold. Sniff this from the bottom. Smells good down there. Mm. Yeah.
Easy rating, definitely a thumbs up. Would I buy this again? For sure. 250 is not high. It tastes good. Here we go. Pepper. I call it a ditch napkin. Okay. Yeah. As I said, definitely a thumbs up for ditch. It's just nice. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas von Ditch. Habt ihr ein Ditch-Börch in der Nähe? Und falls ihr noch nicht da wart, solltet ihr es auf jeden Fall mal kosten. Ich würde mal behaupten, dass alles von Ditch gut schmeckt, wenn es richtig gemacht ist. Ja, und als erstes mal ein Foto. Das hier ist ein Brezel-Dog. Da steht auch so wirklich dran, da steht nicht Brezel, sondern Brezel dran. Ich habe schon mal einen reviewed, aber der sah anders aus. Der hier sieht irgendwie monströser aus, besser. Größere Wurst oder so und auch anderer Teig außenrum. Wollt ihr das Ding hier sehen, sagt mir Bescheid. Ja, das andere habe ich, glaube ich, euch schon gemacht. Und hier sind die Pizzen. Ist immer derselbe Boden, allerdings verschiedene, ja, Toppings natürlich. Das hier ist eine Spinat-Pilz-Pizza. Was haltet ihr denn davon? Und dann gibt es noch Diavolo und ja, Salami. Ich glaube, das ist Margarita oder so. Oder, nee, das ist Diavolo. Ja, erkennt man ihn zu gut. Wie auch immer, die meisten Pizzen oder eigentlich alle, glaube ich, kosten 2,50, vielleicht auch mal 2,70 oder so, aber meistens 2,50. Ja, auch die hier. Das ist eine Paprika-Mozzarella-Pizza, so sie ist vegetarisch. Okay. Und das ist die Location, U-Bahnhof oder S-Bahnhof, Tempelhof. Okay. Es bediente sie der Kassierer. Aha, alles klar. Ja, gucken wir uns das Ding mal an. Man bekommt hier so ein schönes, ja, nicht Plastik, Pappteilen. Damit isst man sehr gut. Und man sollte es immer warm essen. Das habe ich jetzt in der Mikrowelle warm gemacht, denaturiert quasi. Aber die machen es auch im Laden warm. Das sollte man immer machen. Ansonsten ja, schmeckt es nicht so gut, wie es könnte. Das hier ist warm. Und da ist drauf Paprika. Und das sind hier Mozzarella-Bällchen oder zwei, drei Bällchen oder so waren drauf. Und Zwiebeln waren noch irgendwo. Hier seht ihr noch Zwiebeln. Da ist Zwiebel. Ja, und dieser Boden hier, der ist immer der gleiche. Mit ganz vielen Löchern drin. Der ist weich, aber nicht so schaumig. Schon ganz lecker. Right here. Mhm. Ja, und es schmeckt nicht einfach nur wie eine Paprikapizza, sondern es schmeckt wie eine Ditch-Paprikapizza. Es gibt so einen typischen Ditch-Geschmack. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es ist das Fett. Aber schmeckt sehr lecker. Also schmeckt auch diese Pizza sehr lecker hier. Ja, obwohl kein Fleisch drauf ist. Kein Fleisch auf der Pizza. Wie geht denn sowas? Und dann schmeckt die auch noch. Here we go. Würzig. Schmeckt nach Paprika. Alle Farben sind vertreten. Grün, gelb. Rot ist nicht mehr da. Vielleicht kann man das hier als rot durchgehen lassen. Möglich. Ja, schmeckt aber lecker. Der Boden ist einfach lecker. Ja. Here we go. Oh, jetzt schmeckt der Käse. Hier ist angebrannter Käse. Ja, schmeckt sehr gut. Gibt es total oft in Berlin. Weiß nicht, wie es woanders aussieht. Aber falls ihr es nicht kennt, solltet ihr mal testen. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Here we go. Und natürlich auch die Brezeln. Ja, ist ja eine Brezelbäckerei. Seit 1919 kann man auch im Laden kaufen, tiefgefroren. Ja, und ist eine sehr leckere Pizza. Gibt es nichts auszusetzen. Here we go. Ja. Kann nur ein Rating geben. Wie immer, einen Daumen nach oben. Es gibt so, ist so ein Universalgeschmack, das schmeckt einfach lecker. Ja. Sollte man mal unbedingt testen. Und wie gesagt, solltet ihr diesen Brezel-Dog sehen oder nicht. Sieht schon irgendwie lecker aus, oder? Ich weiß nicht, was das da zwischen ist. Irgendwie Käse oder so. Keine Ahnung. Egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.